Einen schönen guten Morgen und herzlich willkommen zu unserem Webinar. Wir haben auch 11 Uhr nun und wir würden auch pünktlich starten wollen. Ja, wir befassen uns heute mit dem zweiten Teil unserer Webinarreihe Lieferkettengesetz im Mittelstand. Thema heute: KMUs von Konzernen mit der Umsetzung konfrontiert. Ich begrüße als heutige Referenten ganz herzlich Dr. Matthias Spielker und Felix Schmidtke, Rechtsanwälte der internationalen Wirtschaftskanzlei Bird & Bird und Co-Leiter der deutschen ESG Group der Kanzlei. Seit mehreren Jahren beraten Sie internationale und nationale Unternehmen zu allen Rechtsfragen entlang der Lieferkette. Ein besonderer Fokus liegt hierbei auf dem deutschen Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz und dessen rechtssichere Umsetzung im Unternehmen. Heute gehen wir der Frage nach, welche Sorgfaltspflichten kleine und mittelständische Unternehmen beachten müssen und was sie bei der Vertragsverhandlung mit Konzernen beachten sollten. Wir freuen uns, dass sich Herr Dr. Spielker und Herr Schmidtke dazu bereit erklärt haben, Ihnen dieses Thema in den nächsten Stunden näher zu bringen. Mein Name ist Thomas Becker. Ich bin Business Development Manager Risk und Compliance bei LexisNexis. Ich werde Sie heute als Moderator durch das Webinar begleiten und Ihnen später einen kleinen Exkurs zum Thema effiziente Überprüfung und Risikoüberwachung von Lieferanten geben. Ja, lieber Herr Dr. Spielker, lieber Herr Schmidtke, ich würde nun die Steuerung an Sie, Herr Schmidtke, übergeben und ja, freue mich auf einen spannenden Vortrag. Ja, ganz herzlichen Dank, Herr Becker. Also Steuerung hat Herr Schmidtke. Es spricht jetzt erstmal Matthias Spilker, Partner von Bird & Bird. Auch ganz herzlichen Dank für die nette Vorstellung. Wir knüpfen hier an eine Veranstaltung, die wir im Frühjahr dieses Jahres begonnen haben. Deswegen lassen Sie uns vielleicht eingangs kurz einen kleinen Rückblick machen auf das, was wir Ihnen ich denke, dass viele auch bei der ersten Veranstaltung dabei waren, hoffe ich zumindest, was wir Ihnen da schon geschildert haben. Zunächst haben wir uns gefragt, damals, wie ist der Anwendungsbereich des LKSG, beziehungsweise wer ist denn jetzt überhaupt betroffen? Wir hatten damals darauf hingewiesen, dass diese ganze Frage zum Teil ein bisschen umstritten ist, merken Sie sich aber da, und das hatten wir auch klargestellt, also im Moment sind es eben Unternehmen mit mehr als 3.000 Mitarbeitern im Inland und ab dem 1. Januar wird die Anwendbarkeitsschwelle herabgesetzt auf, also 1. Januar 2024, auf 1.000 Mitarbeiter im Inland. Ansonsten eben bei ausländischen Unternehmen ist an sich eine Anwendbarkeit des Gesetzes dann gegeben, wenn diese in Deutschland eine Zweigniederlassung haben. Das bedeutet also vor allem eben so ein Branch, also sprich keine eigene Rechtsform, eine eigenständige Gesellschaft. Das ist natürlich in der Praxis in der Regel nicht der Fall, weil Großkonzerne operieren in Deutschland in aller Regel mit selbstständigen Gesellschaften. Wir zum Beispiel als Bird and Bird, also wir operieren hier tatsächlich mit einer Zweigniederlassung, also Bird and Bird Deutschland GmbH zum Beispiel gibt es nicht, also nur um das zu erklären. Aber sonst ist das eigentlich eher ungewöhnlich, wie das hier geregelt ist. Auf die weiteren Details will ich gar nicht eingehen. Es war einfach nur so, dass unser Fazit damals war, man hätte die Vorschrift im LKSG, die den Anwendungsbereich regelt, ein bisschen klarer fassen können, weil es doch sehr viel Fragen aufwirft und diese Fragen führen dazu, dass wir als Kanzlei häufig auch von Mandanten schlichtweg dazu mandatiert werden, denen mitzuteilen, ob das Gesetz nun auf sie Anwendung findet oder eben nicht. Und das ist insbesondere dann der Fall, wenn man komplexere Konzernstrukturen, vielleicht auch mit Obergesellschaften oder leitenden Gesellschaften im Ausland hat, dann stellen sich da verschiedene Probleme. Wir hatten auch, vielleicht das noch als letzter Punkt zu dieser Rückblickfolie, darauf hingewiesen, dass aber gleichwohl etliche Unternehmen und wahrscheinlich auch Unternehmen Ihrer Unternehmensgröße auch bereits jetzt schon mit dem Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz in Berührung kommen, was einfach daran liegt, dass eben die Pflichten, die sich daraus ergeben, über Verträge Lieferkette abwärts durchgereicht werden. Das ist das, was wir damals als sogenannten Trickle-Down-Effekt bezeichnet haben. Das heißt also, man entwirft Vertragsdokumente und in denen werden dann verschiedenste Verpflichtungen, die sich aus den derzeit schon unmittelbar Betroffenen oder Regelungen ergibt, die die derzeit unmittelbar betroffenen Unternehmen eben einhalten müssen. Diese Verpflichtungen werden eben durchgereicht an die Zulieferer. Und das genau ist eigentlich heute auch der Kern
des zweiten Teils der Veranstaltung, dass wir uns jetzt nicht mehr so stark mit dem Inhalten des Lieferkettengesetzes beschäftigen möchten, sondern eigentlich eher mit der vertraglichen Umsetzung, also rein praktisch. Was erfahren vielleicht viele von Ihnen bereits? Also werden Ihnen Code of Conducts oder Einkaufsverträge, Lieferverträge oder ähnliches zugesandt? Und wie verpflichtet man Sie dann auf welche Weise? Und ist das auch alles wirksam? Und das ist sozusagen der Gegenstand eben der heutigen Veranstaltung. Felix, ich denke, die zweite Folie zu den Sorgfaltspflichten, das kann ich ganz kurz fassen. Also, das ist eigentlich auch noch ein Teil der letzten Veranstaltung. Also, man sieht halt, man hat hier verschiedenste Arten von Pflichten, die eben nach dem Lieferkettengesetz umgesetzt werden müssen. Ziel des Ganzen ist immer der Menschenrechtsschutz beziehungsweise dass Umweltschutzrechte eingehalten werden. Der Schwerpunkt beim Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz liegt ganz klar auf den Menschenrechten. Die Umweltrechte sind im Nachhinein eher dazugekommen. Das wird sich gegebenenfalls in der Zukunft ändern, wenn die europäische Richtlinie, die im Moment in der Entwurfsfassung diskutiert wird in den verschiedenen gesetzgeberischen Gremien, wenn die dann umgesetzt wird, dann könnte auch noch ein stärkerer Schwerpunkt auf die Umweltrechte gelegt werden. Wichtig ist auch, dass das Gesetz im Moment so ausgestaltet ist, also ich sage deshalb wichtig, weil es ist wichtig dann auch für die vertragliche Umsetzung, dass es eben Bemühenspflichten sind. Ja, das heißt also, man muss versuchen, angemessene Maßnahmen umzusetzen, zu schaffen, die eben dann geeignet sind und darauf abzielen, zu vermeiden, dass es eben in der Lieferkette zu Verletzung von Menschenrechten kommt und dass Umweltstandards eben eingehalten werden. Was fehlt hier auf der Folie? Das wäre noch eine Ziffer 4. Also neben den grundsätzlichen Dingen, dass man Risikomanagement einführen muss, die Risikoanalyse durchführen muss. Dazu muss man sich natürlich auch vertraglich absichern. Das kommt gleich noch. Man muss Abhilfemaßnahmen ergreifen, wenn man eben einen Anlass hat, also wenn Gefahren drohen oder eingetreten sind. Und man muss auch, das wäre Punkt 4, ein Beschwerdesystem einrichten. Das, weiß nicht, Whistleblower-Richtlinie wird einigen was sagen. Da tritt jetzt Anfang Dezember ein Gesetz in Kraft, also das Hinweisgeberschutzgesetz hier in Deutschland. Das heißt also, man muss halt sehen, dass man die Compliance-Strukturen, die man hat, eben so umbaut, dass man eben auch den besonderen Anforderungen des Lieferkettengesetzes gerecht wird. Okay, ja, also ich habe es eben schon einleitend gesagt. Was wir in der Praxis, in der anwaltlichen Praxis erleben, ist jetzt mittlerweile, die Unternehmen fangen an, das Gesetz ernst zu nehmen, das Gesetz stärker umzusetzen. Das war im letzten Jahr noch nicht der Fall. Also vor Anwendung war es eher so, dass sich alle so ein bisschen verhalten informiert haben. Ja, was ist das denn und was müssen wir denn da gegebenenfalls tun? Jetzt merken aber wirklich alle, es ist jetzt ernst geworden. Für einige Unternehmen ist es ja jetzt schon, findet es jetzt schon Anwendung, Großkonzerne und ähnliche, aber es ist halt also wirklich in den letzten 3, 4 Monaten ist es komplett umgeschwenkt, dass man jetzt ganz klar, wir bekommen Code of Conducts zugesandt. Da heißt es dann, schaut mal da rein. Da steht jetzt was zu Lieferkettengesetz drin. Da steht irgendwas zu Audits drin. Und so ist im Prinzip die praktische Entwicklung auch passend zum Teil. Sie kennen vielleicht in Verträgen diese Rubrik ganz am Ende, Miscellaneous oder Umweltstandards und Menschenrechte gibt es mittlerweile auch Klauseln in den Verträgen. Das hat man jetzt bei größeren Konzernen mittlerweile schon angepasst und schickt dann eben Updates an die Lieferanten oder Dienstleister, die man eben unter Vertrag nimmt und bittet eben darum, dass man das akzeptiert. In so einer vertraglichen Situation hat man ja so ein bisschen so eine Art Clash, also ein Aufeinandertreffen von diametralen Interessen. Das heißt also, die Unternehmen, die jetzt schon in den unmittelbaren Anwendungsbereich des LKSG fallen, die haben natürlich ein ganz erhebliches Interesse daran, dass die Verpflichtungen, die das Gesetz ihnen auferlegt, auch entweder weitergegeben werden oder dass sie vertraglich gegenüber ihrem unmittelbaren Zulieferer in die
rechtliche Situation oder auch vielleicht Kompetenz gesetzt werden, diese Dinge entsprechend umzusetzen, ne? Also das heißt also, das Interesse da ist, möglichst viel weiterzugeben an Sorgfaltspflichten, Lieferkette abwärts an den unmittelbaren Lieferanten und diesen auch aufzufordern, dass er das auch weiter Lieferkette abwärts weitergibt, was eben an Verpflichtungen so besteht. Und eben zusätzlich natürlich auch Informationsströme sich zu sichern, versuchen, möglichst viel Kontrolle im Hinblick auf die Lieferkette sich zu sichern. Und natürlich auch ja, Sanktionen oder sogar Haftungsfreizeichnungen zu vereinbaren. Heißt also als ganz plastisches Beispiel, dass man jetzt zum Teil in den Einkaufsverträgen Regelungen findet, die so in etwa heißen, also wenn wir aufgrund von Verstößen gegen Vorschriften, die zum Beispiel dem Menschenrechtsschutz dienen, wie beispielsweise Lieferkettengesetz oder entsprechenden Bestimmungen in anderen Jurisdiktionen. Modern Slavery Act wird der eine schon, andere oder dieses Law Vigilant in Frankreich wird der ein oder andere schon mal gehört haben, dass man dann eben zur Freistellung von jeglicher Haftung verpflichtet ist, ne? Und das sind natürlich ganz erhebliche, also erhebliche Risiken, die ein Unternehmen eingeht, wenn man derartige Klauseln eben entsprechend unterschreibt. Warum sind die Risiken so hoch? Nun, also das haben wir auch beim letzten Mal erläutert. Nach dem Lieferketten-Sorgfaltspflicht sind eben die überwachenden Behörden, das ist bei uns hier das BAFA, berechtigt, ganz empfindliche Bußgelder auszusprechen. Diese Bußgelder, die richten sich natürlich dann immer nur an die unmittelbar Verpflichteten. Das heißt also, ein noch nicht verpflichteter Zulieferer, der wird nicht direkt in dieses Bußgeldrisiko kommen. Aber der kann dann eben über eine mittelbare vertragliche Gestaltung, zum Beispiel eben über so eine Freistellungsklausel oder Haftungsfreizeichnungsklausel gegebenenfalls dann doch in die Haftung gegenüber seinem Vertragspartner, dem Kunden kommen, der dann selber unmittelbar verpflichtet ist und vielleicht eben ein Bußgeld auferlegt bekommt. Und diese Bußgelder sind sehr, sehr hoch, ne? Also können bis zu 800.000 € sein und ab einem Umsatz von 400 Millionen Euro, also Konzernumsatz, wird das prozentual 2% des gesamten weltweiten Umsatzes setzt man da halt an als Maximalgröße. Und das kann natürlich bei einem Großkonzern astronomische Beträge annehmen. Und deswegen sind hier auch alle so vorsichtig. Als Zulieferer selber, und ich denke, da spreche ich dann auch die meisten im Auditorium an, die als Zulieferer selber hat man natürlich Interesse, möglichst wenig Verpflichtungen eben zu übernehmen. Und auch unter Geheimhaltungsaspekten möchte man natürlich möglichst ja keine interner preisgeben. Also jetzt mal ein Beispiel, das ein Klassiker ist ja das sogenannte Lieferketten-Audit, ne? Also auch da möchte man sich natürlich, also wenn man überhaupt so ein Audit zulässt, da wird man wohl wahrscheinlich vertraglich nicht ganz drum herum kommen, dann möchte man aber da dann eben eine faire Gestaltung einer solchen Klausel. Heißt zum Beispiel, das Audit ist vorher anzukündigen, es ist ein begrenztes Audit, bestimmte Räumlichkeiten oder ähnliches dürfen überhaupt nicht betreten werden und. Also nicht eine vollständige freies Betretungsrecht sämtlicher Einrichtungen und Anlagen auf dem Betriebsgelände. Das muss dann eben alles vermieden werden. Eine Haftung möchte man natürlich als bisher noch nicht verpflichteter Zulieferer keineswegs übernehmen. Das geht ja auch so ein bisschen dem Zweck zuwider. Weil Haftung wird natürlich in erster Linie oder Verpflichtung, sage ich mal, und dann gegebenenfalls eine Sanktionierung wird in erster Linie natürlich jetzt qua Gesetz nur den Unternehmen auferlegt, die auch derzeit in den Anwendungsbereich fallen. Also insoweit sieht man, wie ich es einleitend gesagt habe, diametrale Interessen, die da aufeinander clashen.
Genau, und jetzt stellen Sie sich die Situation vor, also fast 50% von Ihnen hat es ja schon betroffen, andere wird es vielleicht bald betreffen. Sind Sie denn eigentlich jetzt als noch nicht verpflichteter Zulieferer, vielleicht aber auch als verpflichteter Zulieferer, aber nehmen wir jetzt erstmal die etwas einfachere Variante, der nicht verpflichtete Zulieferer, sind Sie da verpflichtet, überhaupt irgendwie derartige Dinge zu unterschreiben, beziehungsweise Ihrem Vertragspartner, Ihrem Kunden da Möglichkeiten einzuräumen, ja, etwa zum Beispiel Audits bei Ihnen durchzuführen, Ihre Lieferantenkette einzusehen, an Schulungen teilzunehmen, die er dann vielleicht leitet. Also das ist eine Frage, die sich eben stellt und mit der haben wir uns verschiedentlich schon auseinandergesetzt, weil natürlich Mandanten auch kommen und sagen, müssen wir das überhaupt unterschreiben? Lassen wir mal die Frage raus oder vielleicht das in einer Praxis nicht seltene Szenario, dass man halt einfach sagt, das ist unser Kunde, der Kunde bestimmt, das ist ja in vielen käufergetriebenen Industrien ist das eben so, wir müssen das halt unterschreiben, ob wir wollen oder nicht. Also das ist jetzt mal nicht der Ansatz bei der Beantwortung dieser Frage, sondern nicht dieser faktische Ansatz, sondern mehr dieser rechtliche Ansatz, muss man das eben unterschreiben. Und also erstmal, wie ist es nach dem LKSG? Das ist relativ klar, ne? Wenn Ihr Unternehmen noch nicht in den Anwendungsbereich des LKSG fällt, dann ist es nicht verpflichtet. Wenn es nicht verpflichtet ist, dann sieht das LKSG für Ihr Unternehmen natürlich auch keine Kooperationspflicht vor. Und Entschuldigung, und eben insoweit würde ich sagen, sieht es erstmal so aus, als wäre man grundsätzlich eben in der Lage oder auch rechtlich imstande zu sagen, wir machen da jetzt erstmal nicht mit, wir unterzeichnen das nicht, weil wir vielleicht ein Haftungsrisiko aufgebürdet bekommen oder auch, weil uns Prozesse auferlegt werden, die wir so als kleines Unternehmen überhaupt nicht darstellen können. Und das ist ja eines der Hauptprobleme des LKSG und gerade auch des LKSG für KMUs und Mittelstand, dass einfach Prozesse geschaffen werden müssen, die so überhaupt nicht vorgesehen sind. Und das ist eben mit Kosten und Aufwand verbunden, den kleine und mittelständische Unternehmen überhaupt nicht so darstellen können. Und darum rankt sich ja auch die ganze Diskussion und vielleicht auch dann ein Begehr von KMUs und mittelständischen Unternehmen eben hier ja ein bisschen zurückhaltender zu sein, was das Unterschreiben derartiger neuer Verträge eben angeht. Wir sind aber der Auffassung, und jetzt kommt halt die schlechte Nachricht, dass Sie, gerade wenn Sie sich jetzt vielleicht in irgendeiner Dauerlieferbeziehung zu Ihrem Kunden befinden oder dauerhaft Dienstleistungen erbringen für den Kunden, dass Sie da wahrscheinlich aufgrund einer vertraglichen Nebenpflicht oder einer Schutzpflicht eben doch verpflichtet sind, zumindest an der Umsetzung eines solchen Gesetzes mitzuwirken. Weil andernfalls würden Sie ja theoretisch Ihren Kunden da offen in eine Haftung oder Sanktionierung nach dem LKSG laufen lassen. Und das ist nach unserer juristischen Auffassung, heißt Schmidtke-Spilka, Bird and Bird, ist das eben so, dass wir sagen, wahrscheinlich sind Sie da tatsächlich verpflichtet in gewissem Umfang. Also das muss ausgeglichen sein und fair. Herr Schmidtke wird auf die Details gleich nochmal genauer eingehen. Aber im gewissen Umfang werden Sie leider verpflichtet sein, da mitzuwirken. Das heißt, ein pauschales, ich unterschreibe das einfach nicht, ich mache da nicht mit, ich lasse keinen aufs Gelände, ich lege meine Lieferkette nicht offen, das wird wahrscheinlich aus vertraglichen Gründen etwas schwieriger sein. Andersrum, wenn jetzt mal angenommen, Sie sind selbst bereits im Anwendungsbereich, theoretisch ist es natürlich denkbar, dass man auch ein Kündigungsrecht hat, wenn jetzt ein Lieferant eben nicht mitwirken möchte. Nächste Folie bitte. Genau, das fasse ich vielleicht mal ein bisschen kurz zusammen, damit wir hier auch in der Zeit bleiben. Also, was schreibt das LKSG in Bezug auf die Vertragsgestaltung vor? Also, es müssen eben Compliance-Regelungen
weitergegeben werden. Und insoweit geht es eben darum, da schreibt man im LKSG, das muss eben adressiert werden. Das heißt also, man muss sicherlich nicht verpflichten, aber die Themen müssen eben adressiert werden. Und das ist vielleicht auch schon ein so ein Punkt, wo jetzt der ein oder andere Jurist von Ihnen vielleicht hellhörig wird und sagt, ja, okay, dann können die natürlich auch nicht in irgendwelche Verträge reinschreiben, dass wir entsprechend verpflichtet sind. Dann die Schulung, das ist auch ein Beispiel, das ich eben schon mal gesehen habe. Also es muss eben vertraglich die Möglichkeit geschaffen werden, dass Schulungen eben durchgeführt werden, damit eben auch in Ihrem Unternehmen jetzt wieder als Nichtverpflichteter, der eben sozusagen seinem Vertragspartner gegenübersteht, die Möglichkeit gegeben wird, Sie entsprechend seinem eigenen Risikomanagementsystem oder Managementsystem nach Lieferkettengesetz eben Informationen weitergegeben werden können und auch Prozesse geschaffen werden können, auch mit dem jeweiligen Zulieferer. Kontrollrechte und Auditklauseln, das hatte ich schon angesprochen. Und wenn dann mal ein Fall auftritt, muss natürlich auch eine Mitwirkung ihrerseits bei Abhilfemaßnahmen eben vereinbart werden. Gut, vielleicht noch ein ganz kurzer Ausblick, bevor dann Herr Schmidtke bei dem AGB-Recht in die Details geht. Die sämtliche Klauseln, die Ihnen jetzt neu geschickt werden und die sich an der Änderung oder der Einführung des LKSG orientieren, die sind rechtlich als allgemeine Geschäftsbedingungen zu qualifizieren. Warum? Die werden eben vielfach verwendet. Es mag Ausnahmen geben, wenn die mal mit Ihnen im Einzelnen ausgehandelt sind, aber üblicherweise sind das AGB. Ja, und also das heißt, deswegen ist Punkt 2 eigentlich hier die Variante, die letztlich relevant ist. Und da gibt es halt verschiedene Bestimmungen. Die Juristen unter Ihnen werden das alles en Detail kennen, die Vertragsrechtler vor allem. Es gilt da immer der Grundsatz, erstens, die Klauseln dürfen nicht überraschend sein oder mehrdeutig, dann sind die unwirksam. Zweitens, die dürfen nicht den Vertragspartner über Gebühr benachteiligen. Das heißt also insbesondere, dann liegt eine Benachteiligung vor, wenn die Bestimmungen eben von einer gesetzlichen Bestimmung und deren Kerngehalt abweichen. Und das ist auch ein bisschen der Maßstab für die weitere Prüfung, die Detailprüfung. Wir müssen uns immer die Frage stellen, wenn Sie jetzt eine Klausel zugesandt bekommen, dann muss man sich juristisch, also der Anwalt stellt sich dann die Frage, naja, wenn das sind sehr wahrscheinlich allgemeine Geschäftsbedingungen, warum? Der Kunde, sagen wir mal ein Großkonzern, der benutzt diesen Code of Conduct ja gegenüber, weiß ich nicht, 2.000, 4.000, 5.000 Lieferanten. Also ist das Standard. So, und insoweit muss man dann eben schauen, besteht eine unangemessene Benachteiligung und dann misst man immer die Regelungen auch an dem LKSG. Und wenn dann Regelungen des LKSG einseitig vollständig übergebürdet werden auf den unmittelbaren nicht verpflichteten Zulieferer, dann können die eine unangemessene Benachteiligung darstellen und dann sind sie unwirksam. Vertragsrechtler nennen das dann, wenn man sich jetzt überlegt, naja, wenn es die Klauseln eh unwirksam sind, da kann man doch auch pragmatisch sein, vielleicht gerade bei kleinen Unternehmen, die auch sagen, wir haben gar keine Zeit, das alles umzusetzen. Dann sagen wir einfach, wenn die Klauseln eh unwirksam sind, dann kann daraus auch keine Haftung für uns entstehen. Also berufen wir uns im Streitfall darauf, dass die Klausel unwirksam ist. Wir nennen das AGB-Falle. Das kann man sicherlich machen. Ne? Das ist auch möglich, sich eben auf so eine AGB-Falle zu berufen. Man muss sich dann aber sicher sein, dass die Verpflichtung, die da einem aufgebürdet wird, auch tatsächlich unwirksam ist. Und da müssen Sie es schon prüfen. Und jetzt gehen wir da mal ein bisschen in die Details. Da macht mein Kollege Herr Schmidtke jetzt weiter. Ja, vielen Dank, Matthias. Auch von meiner Seite noch Hallo in die Runde. Ja, wie Herr Spilker gerade schon angekündigt hat, gebe ich jetzt einen Überblick über die einzelnen Klauseln und potenzielle AGB-rechtliche Probleme, die sich hier eben stellen bei Klauseln, die in Verträgen eben einen LKSG-Bezug aufweisen.
Ja, auf dieser Folie habe ich Ihnen mal oder haben wir Ihnen mal aufgelistet, was in der Praxis aktuell eigentlich so für vertragliche Klauseln überhaupt eine Rolle spielen. Herr Spilker hatte das eben schon kurzfristig oder ganz kurz skizziert. Die meisten Klauseln, und das sehen Sie hier auch immer in den unteren Teilen der jeweiligen Kachel, die stammen eben daher, dass das Lieferkettengesetz gegenüber den verpflichteten Unternehmen bestimmte Vorgaben macht, wie die Verträge mit den eigenen unmittelbaren Zulieferern, sprich mit den Vertragspartnern, auszusehen haben. Und ich würde jetzt einfach ganz gerne mal mit Ihnen von links oben nach rechts unten die Kacheln durchgehen und so ein bisschen besprechen wollen, worauf man im Rahmen der Vertragsverhandlungen achten sollte. Wenn wir jetzt uns mal Punkt 1 hier anschauen, die sogenannten Compliance- und Weitergabeklauseln. Was sind das? Das hat der Spilker eben auch schon kurz gesagt. Das sind eben vertragliche Zusicherungen des Vertragspartners, dass dieser menschenrechtsbezogenen, umweltbezogenen Erwartungen einhält und entlang der eigenen Lieferkette angemessen adressiert. Wenn man sich das jetzt eben einfach mal anschaut, dann kann man eben sagen, dass normale Klauseln, Compliance-Klauseln, die einfach nur auf gesetzliche Vorschriften beispielsweise Bezug nehmen, das sind dann zum Beispiel Klauseln wie, der Vertragspartner verpflichtet sich, geltende Gesetze in seinen Produktionsländern einzuhalten, dass die grundsätzlich AGB-rechtlich zulässig sind, solange sie hinreichend transparent sind, sprich, solange man als Vertragspartner versteht, welche Gesetze man denn einzuhalten hat. In der Regel sehen diese Compliance-Klauseln aber eigentlich danach aus, dass oder dergestalt aus, dass diese Klauseln eben auch die Code of Conduct von ihren Vertragspartnern mit ins Spiel bringen und man dann eben schauen muss, wie die Inhalte dieser Code of Conducts aussehen. Und wenn man sich das dann mal eben anschaut, dann waren Code of Conducts früher eigentlich so ausgestaltet, dass das eigentlich eher nur so anderthalb bis zweiseitige, ja, ganz kurze Statements von Unternehmen waren und die eigentlich relativ wenig juristische Relevanz hatten. Das ist Stand heute aber nicht mehr so und es wird tendenziell immer rechtlicher, was in diesen Code of Conducts geregelt wird. Wenn man sich diese Code of Conducts heutzutage mal anschaut, was findet man in diesen Code of Conducts? Relativ versteckt häufig, beispielsweise sind das umfassende Kündigungsregelungen, das sind Audit-Klauseln oder das sind zum Beispiel auch die Schulungsklauseln, die Herr Spilker eben angesprochen hat. Und dementsprechend ein ganz wichtiges Takeaway von uns, schauen Sie sich die Code of Conducts Ihrer Vertragspartner an, weil beispielsweise, wenn Sie diese Compliance- und Weitergabeklauseln eben unterschreiben und nicht den Code of Conduct geprüft haben, dann sind Sie grundsätzlich verpflichtet, den Code of Conduct und die darin gehaltenen, enthaltenen Regelungen einzuhalten. Was sollten Sie sich aber trotzdem auch noch merken? Das ist aus unserer Sicht eben, dass Vertragspartner Sie nicht pauschal zur Einhaltung des LKSG verpflichten können. Denn es entspricht ja nicht dem vom Lieferkettengesetz verfolgten Zweck durch vertragliche Zusicherungen, ja, die gesamte Verantwortlichkeit, die das LKSG eigentlich vorsieht, und zwar die Verantwortlichkeit zu Lasten der großen Unternehmen in Deutschland, vollständig an kleinere Zulieferer abzuwälzen. Das stellt dann eben einen Verstoß gegen das gesetzliche Leitbild dar, weil eben das LKSG das nicht vorsieht und so, dann haben wir eben eine AGB-rechtliche Unwirksamkeit in dieser Hinsicht. Genau, wenn man sich dann eben mal anschaut, die zweite Kachel, das sind die vertraglichen Vorkehrungen für Schulung. Das im Prinzip sehen diese Klauseln so aus, dass ja, da geregelt wird, dass Ihr Vertragspartner die Möglichkeit hat, Ihre eigenen Mitarbeiter zu schulen. Und naja, in der Regel enthalten diese Klauseln ja, Regelungen dazu, welcher Personenkreis geschult wird, wie der zeitliche Umfang dieser Schulung aussieht und gegebenenfalls auch einzelne Regelungen über die Inhalte und die Formen der Schulung. Ja, in der Regel, und das kann man an dieser Stelle mitnehmen, bestehen ja regelmäßig keine wesentlichen Bedenken gegen diese Klauseln, weil das Lieferkettengesetz eben in § 6 Absatz 4 Nummer 3 genau diese Maßnahme vorschreibt. In Einzelfällen, und das ist auch für Sie, glaube ich, ganz wichtig und ganz relevant in der Praxis, kann aber eben doch eine unangemessene Benachteiligung vorliegen. Warum? Wir haben schon Klauseln gesehen, da gibt's wird geregelt, dass einfach der Turnus der Schulung viel zu häufig ist. Also wir hatten jetzt letztens eine Klausel, da sollte 4-mal jährlich geschult werden. Das ist natürlich ein bisschen überbordend geregelt und dürfte dann eben ja eine unangemessene Benachteiligung darstellen. Und als zweiten Aspekt, der auch ganz häufig in der Praxis vorkommt, ist, dass Ihr Vertragspartner versuchen wird,
die Kosten für derartige Schulungen an Sie vollständig abzuwälzen. Das funktioniert natürlich in der Pauschalität auch nicht, weil grundsätzlich ist es seine Pflicht, diese Schulung durchzuführen. Und dann ist es grundsätzlich auch seine Pflicht, für diese Schulung die Kosten zu tragen. Dann haben wir noch die Informationspflichten in § 6 Absatz 4 Nummer 4, die grundsätzlich in die Verträge zu implementieren sind. Und diese Informationspflichten, die dann geregelt werden, sind häufig eben auch AGB-rechtlich recht fragwürdig. Woran liegt das? Ja, also diese Informationspflichten, die sind meistens sehr umfassend geregelt und haben eigentlich überhaupt gar keinen richtigen Anlass ganz häufig, wie ich oder wann ich eben gewisse Informationen herausgeben muss. Und deswegen ist der Lieferant, wenn man sich diese Klauseln anschauen würde oder anschaut, oft dazu verpflichtet, ja, sich, ich sage es jetzt einfach mal, sich selbst ans Messer gegenüber seinem Vertragspartner zu liefern und ja, eine eigene vertragliche Haftung herbeizuführen. Im Endeffekt, ja, sprechen wir Juristen dann ja von einer Beweislastumkehr, weil ich eben gegenüber meinem Vertragspartner potenzielle Informationen gebe, wie er mich dann nachträglich haftbar machen kann. Ja, wenn man sich aber dann mal in der juristischen Literatur umschaut, dann gibt es auch gewisse Argumente, die eben deutlich für diese Informationspflichtsregelung sprechen. Und das sind beispielsweise, dass Sie als Vertragspartner gewisse Pflichten haben, potenzielle Schäden, die für Ihren Vertragspartner in Betracht kommen, so gering wie möglich zu halten. Das ist die sogenannte Schadensminderungspflicht. Und wenn natürlich in Ihrer Lieferkette eine potenzielle Menschenrechtsverletzung im Raum steht, dann haben Sie auch gewisse Schutzpflichten gegenüber Ihrem Vertragspartner, weil dem ja natürlich relativ drastische Reputationsschäden drohen, sodass auch diese allgemeinen Schutzpflichten nach 241 Absatz 2 BGB, die eben auch eine grundsätzliche Mitwirkung auslösen, ja auch hier dafür sprechen, dass Sie zumindest in angemessenem Umfang dazu verpflichtet sind, Informationen herauszugeben. Dann als vierten Punkt die Audit-Klauseln. Vielleicht dazu, das hatte Herr Spilker ja schon größtenteils erwähnt, aber bei den Audit-Klauseln, das dürften eigentlich die Klauseln sein, die am allerhäufigsten in der juristischen Praxis AGB-rechtlich unwirksam sein dürften, weil sie ganz oft anlasslos ausgestaltet sind. Das heißt, die Vertragspartner sichern sich Auditrechte zu, ohne einen konkreten Anlass des Audits zu nennen. Ganz häufig findet man auch Klauseln, die den datenschutzrechtlichen und geheimnisschutzrechtlichen Vorgaben nicht entsprechen. Und was man auch häufig findet, sind eben ja auch hier wieder unangemessene Kostentragungsregelungen, die dann eben auch wieder zur AGB-rechtlichen Unwirksamkeit führen können. Muss man sich dann natürlich auch hier wieder im Einzelfall überlegen, ob man sich darauf einlassen möchte, dass es eine AGB-rechtliche Unwirksamkeit vorliegt. Und ob man wirklich sich dann darauf einlässt und sagt, wenn dann Ihr Vertragspartner bei Ihnen vor der Tür steht und sagt, ich möchte jetzt bei Ihnen einen Audit durchführen, ob man dann wirklich das so durchspielen möchte, dass man den Vertragspartner nicht reinlässt, ist eine schwierige Frage. Im Einzelfall mag es sich da tatsächlich empfehlen, auf die Verhandlungsebene zu wechseln, weil unserer Erfahrung nach sind Vertragspartner auch dazu bereit, diese Audit-Klauseln relativ häufig ein bisschen abzuschwächen, weil sie grundsätzlich einfach ein Interesse daran haben, sie zu kontrollieren. Dann als weiteren Punkt haben wir noch die Kündigungsrechte. Und hier muss man ganz klar sagen, grundsätzlich sieht das Lieferkettengesetz die Implementierung von sogenannten oder von solchen Kündigungsrechten vor. Aber auch hier wieder nur in einem angemessenen Umfang. Wenn Sie jetzt beispielsweise auf diese Vertragsklauseln oder auf diese Kündigungsklauseln schauen, und da auch die Kündigung ermöglicht werden soll für ganz, ganz geringen Verstößen oder bei dem bloßen Verdacht einer LKSG-Verletzung, dann ist da unsere ganz eindeutige Meinung und auch klare Empfehlung, dass diese Klauseln mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit AGB-rechtlich unwirksam sind. Denn das gesetzliche Leitbild aus dem LKSG sieht an dieser Stelle vor, dass die Kündigung von einem Vertragspartner nur das Ultima Ratio sein kann. Das heißt, wenn ich keine anderen Abhilfe- und Präventionsmaßnahmen ergreifen kann und überhaupt gar keine Möglichkeit mehr habe, diesen Menschenrechtsverstoß anders zu verhindern und auf meinen Vertragspartner einzuwirken, erst dann bin ich nach dem LKSG dazu angehalten, die Lieferbeziehung zu beenden. Das versuchen natürlich die Vertragspartner auszuweiten und die Kündigungsrechte sehr, sehr weit auszugestalten, aber da ganz klar besteht eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass es ein AGB-rechtlicher Verstoß vorliegt.
Dann würde ich noch mal ganz kurz auf die zivilrechtlichen Folgen bei der Verletzung von vertraglichen LKSG-Klauseln eingehen wollen. Und das sind im Wesentlichen drei Aspekte. Das ist zum einen, sind das potenzielle Schadensersatzansprüche des Vertragspartners. Die ergeben sich dann für die Juristen im Plenum aus § 280 Absatz 1, 241 Absatz 2 BGB. Großes Problem hier und für diejenigen, die damit konfrontiert werden, ja, zur Freude, die Feststellung des Schadens, insbesondere die Schadenshöhe, ist in der Regel nur schwer möglich, weil es eben nicht genau bezifferbar ist, welche Schäden durch einen Verstoß gegen LKSG-Vorschriften entstehen. Das gilt insbesondere, wenn Ihre Vertragspartner versuchen, Reputationsschäden geltend zu machen, weil die in der Praxis überhaupt nicht quantitativ beziffert werden können. Und da gibt es sehr gute juristische Argumente, um solche Schadensersatzansprüche abzuweisen. Als zweiten Aspekt haben wir dann das Auslösen von Vertragsstrafen. Hier nochmal ganz kurz, das haben wir in der letzten Veranstaltung ausführlich besprochen. Die Verträge sehen häufig Vertragsstrafen vor und eben pauschalierte Schadensersatzansprüche. Ganz häufig sind diese Vertragsstrafen aber eben AGB-rechtlich auch unwirksam, weil sie an kein Verschulden des Vertragspartners anknüpfen. Und auch hier, bevor man sich da auf die Zahl einer Vertragsstrafe einlässt, ganz genau prüfen, ob die Vertragsstrafen AGB-rechtlich wirksam sind. Und schließlich, und das nur noch mal ganz kurz, besteht natürlich die Möglichkeit, dass Ihre Vertragspartner versuchen, die Lieferbeziehung zu kündigen. Da kommt zum einen dann eben eine vertragliche Kündigungsklausel in Betracht und zum anderen eben auch eine gesetzliche Kündigung nach § 314 BGB. Aber das hat Herr Spilker eben auch schon erwähnt. Genau. Eine Minute noch zu den aktuellen Entwicklungen rund um das LKSG auf europäischer Ebene. Ich glaube, was Sie da mitnehmen können, es gibt aktuell noch keine Lösung auf europäischer Ebene. Es hat vor wenigen Tagen die letzte Runde der Trilogverhandlungen stattgefunden. Das war die dritte Runde. Die einzelnen Institutionen auf europäischer Ebene, sprich die EU-Kommission, der Europäische Rat und das Parlament, diskutieren derzeit noch sehr formale Aspekte und insbesondere in Bezug auf die Herabsetzung des Anwendungsbereichs auf 250 Mitarbeiter. Das steht ja derzeit zur Diskussion, hat noch keine Einigung stattgefunden. Das geht da im November weiter. Und Fakt ist aber, und was feststeht, es wird eine Verschärfung im Vergleich zum LKSG geben. Es ist sehr, sehr wahrscheinlich, dass die Ausweitung des Anwendungsbereichs erfolgen wird. Wir werden sehr wahrscheinlich in Zukunft eine vollständige Überwachung der Lieferkette im LKSG finden, wenn das europäische Gesetz dann umgesetzt wird. Und schließlich werden wir wahrscheinlich auch Klagerechte für Betroffene und zivilrechtlichen Haftungstatbestand haben. So viel von meiner Seite und dann würde ich jetzt wieder an Herrn Becker übergeben. Vielen Dank. Ja, lieber Herr Spilker, lieber Herr Schmidtke, vielen Dank für den spannenden Vortrag und die anschauliche Darstellung zur aktuellen Situation und Ihren Erfahrungen auch. In diesem Zusammenhang möchte ich Ihnen im Weiteren einen kleinen Exkurs zum Thema effiziente Überprüfung und Risikoüberwachung von Lieferanten geben. Starten möchte ich hier mit dem ersten Punkt der Agenda: Geschäftspartner, welche Risiken bestehen mit Lieferanten. Wenn wir von Geschäftspartnern sprechen, würde ich ganz gerne eine weite Definition darstellen, die sich auch an die Leitlinie Geschäftspartner Compliance des Deutschen Instituts für Compliance anlehnt. Jeder, der mit einem Unternehmen geschäftlich in Kontakt steht und nicht Mitarbeiter oder Organ des Unternehmens ist. Die Berührungspunkte sind hier sehr vielfältig. Wir fokussieren uns heute hier auf den Einkauf, sprich auf Lieferanten und Partnern, aber auch in anderen Bereichen, wie Sie sehen, sind hier Berührungspunkte vorhanden. Für Unternehmen bestehen heute mehr denn je globale Abhängigkeiten von Lieferanten. Die Lieferkette birgt das empfindlichste und größte Risiko für Unternehmen. Unterbrechungen oder Ausfälle haben hier katastrophale Auswirkungen. Als weiteren Baustein ist zudem noch hinzugekommen, ob sich Lieferanten auch an die ESG-Kriterien halten, wie Einhaltung von Menschenrechten und Umweltstandards. Die Schwierigkeit hier besteht, alle Lieferanten im Blick zu haben, was Unternehmen vor eine große Herausforderung stellt. Dies konfrontiert Unternehmen zwangsweise mit unterschiedlichen Risiken, denn jede Verbindung in der Lieferkette birgt regulatorische, finanzielle und strategische Risiken. Diese Risiken sind weitaus vielfältiger als nur die ESG-Kriterien und können beispielsweise Produktrückrufe, Ausfall von Produktionsstätten und damit einhergehende Lieferengpässe oder gar Insolvenzen und Sanktionen von Lieferanten bedeuten.
Diese Risiken und Missstände gilt es deshalb frühzeitig zu identifizieren, schon bevor diese entstehen. Diese Risiken haben direkten und negativen Einfluss auf Ihr Geschäft und Ihren Geschäftserfolg, rechtliche Auswirkungen auf Ihre Markenreputation und letztendlich auf Ihren Umsatz und sollten eine bedeutende Stellung in Ihrer Risikobetrachtung mit Lieferanten einnehmen. Welche Informationsmengen gibt es bzw. stehen Ihnen heute zur Verfügung? Sehr häufig treffen wir auf Kunden, die eine Sanktions- und PEP-Listenprüfung durchführen, wie auch das freie Internet nutzen. Hier fehlen jedoch verlässliche und aktuelle Informationsquellen, um eine umfängliche Beurteilung von Lieferanten zu gewährleisten. Sich nur auf Lieferantenauskünfte oder der Klassifizierung nach grundsätzlichen Risiken zu verlassen, kann deshalb fatale Folgen haben. Denn eine Internetrecherche in nur kostenfrei verfügbaren Quellen bedeutet, dass man keinen verlässlichen Content nutzt, sprich der Inhalt manipulierbar ist, man keine nötigen und wichtigen Informationen filtern kann, Stichwort Big Data, und dies zudem sehr zeitintensiv ist und man sehr schnell an seine Grenzen stößt, Stichwort hier unstrukturiert, Verlinkung verschwinden, keine anspruchsvolle Namensfunktionssuche und Treffer werden nach Nutzungs- und Werbekriterien angezeigt. Eine geforderte und lückenlose Dokumentation ist abschließend so nicht möglich. Zudem muss einem bewusst sein, dass man im freien Web an nur ca. 20% an Informationen gelangt. Der Rest, also bis zu 80%, liegt hinter Paywalls, wie beispielsweise in Datenbanken. Zusammenfassend liefert das freie Web also keinen verlässlichen Content, sprich Informationen über Risiken in der Lieferkette. Und deshalb deckt es hier ein tiefes und breites Quellenportfolio mit lizenzierten und verlässlichen Inhalten ab. Das heißt, Sie haben mit LexisNexis Zugriff auf alle relevanten und nötigen Informationen, um Risiken mit Lieferanten zu minimieren und um Sorgfaltspflichten nachzukommen. Das sind zum einen Sanktions-Watch- und Blacklisten, die Identifikation von politisch exponierten Personen, weltweite Firmen- und Finanzinformationen, Angaben zu wirtschaftlich Berechtigten, Rechtsdatenbanken, biografische Quellen sowie weltweite negative Medien, um frühzeitige Red Flags zu identifizieren. Das ist aktuell Best Practice und Industriestandard, um eine erweiterte Lieferanten- und Geschäftspartnerprüfung durchzuführen und um sich ausreichend abzusichern. In diesem Zusammenhang ist eine Überprüfung Ihrer Lieferanten nach dem risikobasierten Ansatz sinnvoll. Das heißt, je größer das Risiko mit Lieferanten ist, also wie Sie diese klassifiziert haben, desto tiefer und genauer sollte man diese überprüfen, getreu dem Motto verhältnismäßig. Hier sollte man aufsteigend Informationsquellen und Datenbanken wie LexisNexis einsetzen oder aber auch externe Unterstützung mit einbeziehen. Lieferantenrisiken im Blick als nächsten Punkt der Agenda. Unternehmen stehen hier vor drei Säulen der Herausforderungen ihrer Lieferkette. Erstens, alle ihre Lieferanten und Zulieferer im Blick zu haben, egal wie groß ihr Lieferantenportfolio ist. Zweitens, nötige Informationen zu filtern, also welche Informationen sind für Sie als Unternehmen von Relevanz. Und drittens, diese Informationen rechtzeitig vorliegen zu haben, also nicht erst, wenn die Informationen schon veraltet sind, damit Sie zeitnah darauf einwirken können. Dafür nutzt LexisNexis den Industriestandard, die PESTL-Analyse, welche sich auf die Auswirkungen externer Entwicklungen fokussiert, also Risiken und Missstände in Ihrer Lieferkette darstellt. Die PESTL-Analyse teilt die Risiken mit Lieferanten in folgende Kategorien ein: politische, wirtschaftliche, sozialkritische, technologische, Umweltrisiken und rechtliche Risiken. Das heißt, hier findet eine Filterung von nötigen Informationen statt, um Auswirkungen externer Entwicklung auf Ihr Unternehmen frühzeitig zu erkennen, um Risiken und Missstände abzuwehren. Wie beispielsweise gibt es neue branchenrelevante Gesetzgebung, Produktrückrufe, Verknappung von Rohstoffen, werden Umweltschutzauflagen eingehalten und dergleichen. Dieser Bewertungsalgorithmus ist einstellbar auf Ihre ESG-Kriterien und auf Ihren risikobasierten Ansatz nach dem Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz. LexisNexis Lieferantenprüfung und ESG-Risikomonitoring. Dafür möchte ich Ihnen heute zwei Lösungen an die Hand geben, die Ihnen zum einen eine tiefe und ausführliche Ad-Hoc-Überprüfung einzelner Lieferanten und Zulieferer ermöglicht, mit all den gesehenen Best-Practice-Informationsquellen und in unserer Enhanced Due Diligence-Lösung Nexis Diligence. Und zum anderen unsere PESTL-Risikomonitoring-Lösung, die Ihnen eine proaktive Überwachung Ihrer Lieferanten in Echtzeit ermöglicht, um frühzeitig Risiken und Missstände abzuwehren, Nexis Entity Insight. So, nun ist es Zeit für Ihre Fragen.
Ich möchte Sie nun im Weiteren alle dazu ermutigen, Chat Fragen zu stellen, damit wir diese in den verbleibenden Minuten noch beantworten können. Sollten wir es zeitlich nicht mehr schaffen, alle Fragen zu beantworten, reichen wir diese im Nachgang inklusive der Vortragsunterlagen an Sie weiter. So. Ja, als erste Frage, muss ich mich als verpflichtendes Unternehmen zwingend von meinen Lieferanten trennen und den Vertrag kündigen, wenn ich Kenntnis von einem Verstoß in dessen Verantwortungsbereich erlange? Frage an Bird und Bird. Ja, kann ich gerne übernehmen. Ja, schöne Frage. Ja, durch die Regelungen in Paragraphen 7 Absatz 2 und Absatz 3 des LKSG werden Unternehmen primär dazu ermutigt, das hatte ich ja eben auch erwähnt, bei komplexen Missständen in der Lieferkette oder bei Verstößen gegen das Lieferkettengesetz zunächst gemeinsam mit dem Lieferanten oder innerhalb der Branche nach Lösungen zu suchen, bevor man sich eben aus der konkreten Geschäftsbeziehung zurückzieht. Sprich, die Kündigung der Lieferbeziehung ist das Ultima Ratio, was das LKSG vorsieht, kann im Einzelfall notwendig werden. Ja, zwingend erforderlich, wie gefragt wurde, ist es natürlich nicht. Also eine Geschäftsbeziehung ist als Quintessenz somit nur, oder die Beendigung ist nur dann geboten, wenn die Verletzung ja schwerwiegend ist, keine Abhilfe mehr möglich ist und am Ende des Tages auch keine milderen Mittel zur Verfügung stehen. Vielen Dank. Da ist auch schon die nächste Frage. Wer kommt für die anfallenden Kosten auf, wenn mein Unternehmen bzw. Mitarbeiter meines Unternehmens geschult werden? Und wie oft muss ich derartige Schulungen zustimmen und dürfen derartige Schulungen während der normalen Arbeitszeiten erfolgen? Matthias, willst du, soll ich? Ja, kannst ruhig loslegen. Also. Ja, genau, also sind ja mehrere Fragen. Ja, wer kommt für die Kosten auf? Ja, hatte ich ja eben schon kurz erwähnt. Grundsätzlich ist es die Verpflichtung die Sorgfaltspflicht des verpflichteten Unternehmens, derartige Schulungen durchzuführen und im Rahmen seiner Lieferkette zu implementieren, sodass grundsätzlich der Pflichtige für die Kosten auch das verpflichtete Unternehmen ist. In der Regel, und dazu rät auch das BAFA in verschiedenen Handreichungen, sollte man versuchen, hier eine angemessene Lösung zu finden. Das heißt, möglicherweise eine gemeinsame Kostentragung zu finden. Und beispielsweise, dazu raten wir auch unseren Mandanten häufig, kann man das dann auch in die Teilepreise einpreisen, potenzielle Kosten für Schulungen. Fällt dann natürlich nicht direkt an, sondern ist dann so ein bisschen hinterrücks, wie da die Kosten aufgeteilt werden. Ist aber häufig eine ganz charmante Lösung, wie man diese Kostentragung eben regeln kann. Wie oft muss ich derartigen Schulungen zustimmen? Sieht das Gesetz keine klare Regelung vor? Hatte ich eben ja auch schon kurz erwähnt, wenn ich 4, 5 Schulungen im Jahr angeblich haben soll oder vertraglich dazu angehalten werden soll. Das dürfte zu viel sein. Wenn es eine jährliche Schulung ist, gehe ich davon aus, dass das wahrscheinlich in Ordnung ist. Ist vom konkreten Einzelfall abhängig und kann ich jetzt leider keine klare Antwort geben. Und dürfen Schulungen während der normalen Arbeitszeiten erfolgen, war, glaube ich, noch der dritte Teil der Frage. Klare Antwort. Die derartige Schulung fallen oder von eigenen Arbeitnehmern fallen in die Arbeitszeit ihrer Arbeitnehmer. Genau, vor diesem Hintergrund empfehlen wir grundsätzlich auch, dass man das eben da maßvoll vorgeht und eben nicht 4, 5 Schulungen im Jahr zustimmt, weil das am Ende des Tages natürlich auch auf die eigene Produktivität der Mitarbeiter geht. Ja, vielen Dank. Da ist auch schon die nächste. Sie sprachen davon, dass die Einhaltung der Menschen- und Umweltrechte auch durch den Vertragspartner kontrolliert werden können und das LKSG in gewisser Weise Auditierung verlangt. Worauf muss ich besonders achten, wenn ein Vertragspartner Kontrollen bei mir vor Ort durchführen möchte? Also vielleicht übernehme ich das mal. Ich hatte das Thema Audits ja auch in meinem Teil eben schon mal angesprochen in einem der Beispiele eben. Also
Also grundsätzlich sind die Audits natürlich erforderlich, um eben ja, so als so eine Art Kontrollmechanismus zu dienen für das unmittelbar verpflichtete Unternehmen. Wir sind der Auffassung, dass wenn man jetzt vertraglich dazu verpflichtet werden soll, dann wird man sich natürlich aufgrund der gesetzlichen Regelungen, die es da eben gibt in Paragraph 6 Absatz 5 LKSG, man wird sich dem nicht vollständig verschließen können. Es ist immer eher eine Frage des Wie, ne? Also das heißt, das muss halt angemessen sein, auch diese Kontrolle muss halt angemessen sein, und das darf natürlich auch nicht weit über das Ziel hinausschießen. Also vorgesehen vom Gesetz sind anlassbezogene Kontrollen, und zwar in Turnus jährlich. Wenn jetzt Ihnen jemand beispielsweise aufdrücken möchte, dass Sie sagen wir mal 3 bis 4, vielleicht auch 5-mal im Jahr sich da einem solchen Audit unterziehen sollen, dann ist das wahrscheinlich, dass das über das hinausgeht, was das LKSG überhaupt von dem unmittelbar Verpflichteten einfordert. Also da könnten Sie dann schon dagegen opponieren. Heißt auch wieder, so ein bisschen in die Richtung von dem, was Herr Schmidtke da in seinem Teil erklärt hat, theoretisch wären Klauseln, die also ein übermäßige Audits, weiß ich nicht, mit zu weitreichenden Einblicksmöglichkeiten, die vielleicht auch unangekündigt sind und vielleicht auch eben im Turnus viel zu häufig, die werden theoretisch auch unwirksam. Das heißt, man muss sich dann immer genau überlegen, greife ich die Klausel an und sage, nee, das können wir so nicht akzeptieren, oder warte ich dann darauf, dass irgendwann mal so eine Anfrage kommt für ein Audit und sagt dann, nee, das ist aber so nicht wirksam vereinbart. Klare Empfehlung hier von uns als Anwälten, das sollten Sie vernünftig mit Ihren Kunden regeln. Das bringt keinem was, wenn dann da so eine Mannschaft steht bei Ihnen vor der Tür und will ein unangekündigtes Audit machen. Das muss ja gar nicht anlassbezogen sein. Und dann sagen Sie auf einmal, nö, Sie kommen nicht rein, weil wir haben zwar fünf Audits vereinbart im Jahr, aber das ist nicht wirksam. Allenfalls eins wäre vielleicht zulässig, ne? Also insoweit, also Audit, ja, da müssen Sie in irgendeiner Form zustimmen, aber das muss angemessen sein, und das bedeutet 1 bis 2-mal im Jahr vielleicht, zeitlich mit reichlich Vorlauf vorher angekündigt und natürlich auch unter Wahrung Ihrer eigenen Interessen, was jetzt besondere Geschäftsgeheimnisse angeht, Thema Know-how-Schutz. Ja, vielen Dank für die ausführliche Beantwortung. Hier ist eine Frage an LexisNexis. Sind die beiden Tools, die gezeigt wurden, also Nexis Diligence und Entity Insight, für weltweite Lieferanten und separat einsetzbar? Ja, also beide Tools sind für weltweite Lieferanten. Sie verschaffen sich also immer einen weltweiten Überblick und sind dementsprechend auch einzeln einsetzbar. Mit Nexis Diligence überprüfen Sie Ihre Lieferanten ad hoc, beispielsweise im Onboarding-Prozess und bei Risiken mit Nexis Entity Insight überwachen Sie Ihre gesamten Lieferanten in Echtzeit. Abschließend noch eine Frage, nochmal an Bird und Bird. Mein Vertragspartner ist nicht dazu bereit, meinen Code of Conduct und die darin enthaltenen menschenrechtlichen und umweltrechtlichen Erwartungen zu akzeptieren. Kann ich auf eine von Ihnen angesprochene Compliance-Klausel im Einzelfall auch verzichten? Ja, also auch da als Rechtsanwälte kann ich vielleicht das jetzt kurz beantworten. Also ganz verzichten darauf sollten Sie im Einzelfall nicht. Also das ist zumindest nicht zu empfehlen, ne? Also man sollte immer gegenüber den Vertragspartnern darauf hinwirken, dass man eben entsprechende Klauseln aufnimmt und das entsprechend auch adressieren. Also merken Sie sich einfach da als Faustformel, um es jetzt auch nicht zu weit auszuführen, das steht immer so unter der Frage der Angemessenheit, ne? Das sind Präventionsmaßnahmen und die müssen eben entsprechend angemessen sein. Und es sind auch immer nur Bemühenspflichten, keine Erfolgspflichten. Ja, damit sind wir auch heute schon am Ende unseres Webinars angelangt. Ja, die Webinaraufzeichnung wird, wie eingangs erwähnt, zusammen mit den Vortragsunterlagen innerhalb der nächsten Tage auf unserer Website gestellt. Wir informieren Sie darüber per E-Mail.
Lieber Dr. Spielker, lieber Herr Schmidtke, mir hat das heute sehr viel Spaß gemacht, das Webinar mit Ihnen gemeinsam zu führen. Auch nochmal vielen Dank für die Beantwortung der Fragen. Herzlichen Dank für den tollen und spannenden Einblick im heutigen zweiten Teil unserer Webinarreihe Lieferkettengesetz im Mittelstand, KMUs von Konzernen mit der Umsetzung konfrontiert und die anschauliche Darstellung. Wir danken Ihnen allen für Ihre Teilnahme und Aufmerksamkeit und würden uns freuen, Sie bei einem künftigen Webinar wieder begrüßen zu dürfen. Ihnen allen noch einen erfolgreichen Tag.